Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Factorio. Ihr seid gegrüßt. Oh, jetzt war ganz was ganz anderes gesagt. Ja, ist auch nicht schlimm. Bisschen Schwung in die Bühne bringen, ne? Genau, Abwechslung. Sonst wird's langweilig. Mir fällt gerade noch was ein. Ein Nachtrag zu Windows 10. Es gibt ja Minecraft eine neue Version dabei. Wenn man schon Minecraft hat, bekommt man es auch umsonst. Ansonsten kostet es, glaube ich, 9,99 €. Die Pocket Edition. Also es ist im Prinzip Es ist nicht die Pocket Edition. Es ist im Prinzip wie die Pocket Edition. Zumindest wurde es jetzt so gesagt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein paar Sachen gibt, die es in der Pocket Edition nicht gibt, oder ob es wirklich nur so wenige Sachen gibt, wie in der Pocket Edition. Aber es läuft nicht mehr auf Java. Oder Java. Aber Java hört sich einfach viel cooler an, ne? Ja, Java. Das ist so ein kleiner Insider. Ja, um es kurz zu erklären, wer... darf ich's? Ja. Wir waren beide damals zusammen auf der Berufsschule. Und da hatten wir einen netten Lehrer, bei dem wir auch das Fach Programmieren hatten. Und dort haben wir programmiert in Java. Genau, er hat also nicht Java gesagt, sondern Java. Genau. Und seitdem war das unser Motto in unserer Berufsschulklasse. Richtig. Das ist zwar jetzt schon eine Zeit lang her, aber wir wissen immer noch, was gemeint ist. Eben. Ich habe gerade entschieden, ich baue noch eine Ölraffinerie. Gibt noch ein bisschen mehr Petroleum, ein bisschen mehr Leichtöl an und so. Sieht zum Schweröl aus, das sieht cool aus. Ja, genau. Daher kennen wir uns auch. Ja, ja, also sagen. Wir kennen uns auch in echt. So voll Real-Life und sowas. Ja, nicht nur übers Netz. Ja, also das da draußen, wenn man das Fenster aufmacht da, ne? Ja. Ihr wisst ja, rausgehen ist wie Fenster aufmachen, nur krasser, ne? Und voll die geile Grafik, aber ein scheiß Spiel. Ja. Das stimmt. Du wolltest irgendwas sagen wegen Java. Windows 10. Achso, ja, Minecraft ist dann nicht mehr in Java oder in Java. Sondern in irgendeiner anderen Programmiersprache. Was ich persönlich ganz gut finde, denn es ist von Ressourcen her. Ist Java nicht das Beste für. Es ist sehr prozessorlastig. Ja, also es ist wirklich, man merkt es auch bei Minecraft für ein Spiel, ist. Ja. Ist nicht das Beste. Man braucht schon einen relativ guten PC, wenn man da noch ein bisschen was mit Mods an der Grafik macht und so weiter. Also, naja, ne? Unbelievable Shaders. Mhm. Wie sie alle heißen. Ja. Und finde ich nicht schlecht. Vielleicht entwickelt sich auch noch weiter, dass es später die Version dann im Prinzip genauso weit ist wie jetzt die Java-Version. Finde ich genau. Nicht schlecht. Oder ihr holt euch für 10.000 Euro diese HoloLens. Genau. Ja, darauf will ja Microsoft jetzt auch hinaus. Und wenn das dann mehr HoloLens ist, dann wird es ja wahrscheinlich auch noch mehr Ressourcen fressen. Und naja, dann ist es natürlich schon besser, wenn das Spiel an sich weniger Ressourcen verbraucht. Was meinst du, ist geschickt gemacht worden, dass jetzt Microsoft Mojang gekauft hat? Wenn man das jetzt bedenkt mit der HoloLens, ja. Vorher habe ich gesagt, ja. War es schwachsinnig eigentlich. Aber vorher habe ich mal gesagt, das ist Schwachsinn. Weil ich meine, wer Minecraft so lange draußen, wer jetzt groß Minecraft haben möchte, der hat's. Aber mit der HoloLens ist es schon, ja. War schon ein guter Zug eigentlich. Ich hatte ja erst die Vermutung, dass die Minecraft 2 machen wollen, also ein neues Minecraft. Ja, aber was willst du daran 2 so viel verbessern noch? Also Grafik. Wäre mir ja. jetzt
was mir jetzt einfällt. Und vielleicht auch ein bisschen, ja, so ein paar Sachen aus dem Ticket-Paket zum Beispiel auch, was ich ganz gut fand, so ein Kabel verlegen und so, dass du dann, ja, zum Beispiel auch Blöcke hast. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Ticket jetzt gibt oder ob es das gab, oder ob ich es mir nur mal gewünscht habe. Blöcke gibt, ich weiß nicht, wie jetzt Holzblöcke oder Steinblöcke, wo du als Wand nehmen kannst, wo innen drin ein leerer Innenraum ist, wo du ein Kabel verlegen kannst. Ah, ja. Sowas zum Beispiel, dass sowas noch mit reingebaut wird und alles und dann vielleicht wirklich auch noch Öl und so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, ansonsten klar, ist schwierig. Vielleicht wirklich noch eine Story reinmachen. Weil, weiß ich nicht, der Story-Mode jetzt von, der jetzt von, wie heißt denn der jetzt nochmal? Der Story-Mode von Minecraft? Der wird ja jetzt von welchen gemacht, die auch Walking Dead zum Beispiel gemacht haben. Oder, was haben die noch gemacht? Hier, Game of Thrones. Und weiß nicht, ich bin nicht Telltale so, Games? Telltale, genau, Telltale Games. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon. Weil es ist einfach eine Art von Spielen, die mich nicht wirklich anspricht. Muss ich so mal sagen. Und weiß nicht, ich glaube, da werde ich mir den Adventure Mode auch gar nicht groß anschauen. Oder ein Adventure oder ein Story Mode oder wie es jetzt auch immer genau heißt. Und dass man dann vielleicht wirklich so eine kleine Story irgendwas mit reinpackt, während auch wenn es nur optional ist, wenn man sozusagen Sandkasten-Modus macht, beziehungsweise ein Creative-Modus, ein Adventure-Mode, wie es halt jetzt auch schon gibt für die ganzen Adventure-Maps, ein Survival-Mode und noch ein Story-Mode. Ja. Frage ist allerdings, ob sich Minecraft 2 wirklich nochmal so gut verkaufen würde, wie Minecraft sich bisher verkauft hat. Das ist eine gute Frage. Ich vermute eher nein. Wobei Minecraft schon Hype ist, ne? Ja. Ich denke mal schon, dass es doch dann wieder viele gibt, aber viele sagen auch, hat jetzt Microsoft gekauft, die kriegen das nicht so hin, so wie das Team von Mojang, wobei das Team war, glaube ich, mit dabei, was sie gekauft haben, ne? Nur halt Notch nicht. Aber ich meine, ich muss sagen, es, also ja, eher Minecraft-Wahnheit, würde ich eher sagen. Mittlerweile nicht mehr so extrem. Ich habe es auch gerne und viel gezockt. Ich habe da bestimmt auch um die, ich will jetzt nicht lügen, aber sagen wir mal bestimmt 700 Spielstunden drin, wenn nicht sogar noch mehr. Und mir reicht es aktuell. So ab und zu mal, ja, aber wirklich großartig habe ich da keine Lust darauf. Und dann selbst ein zweites, wenn jetzt sagen wir mal nur mit den Sachen, die wir jetzt gesagt haben, mit besserer Grafik und so, ich glaube, ich würde es mal zocken, aber jetzt auch nicht wieder großartig irgendwie. Gut, kaufen, je nachdem wie teuer es dann ist, wird sich schon lohnen auch wieder. Wie gesagt, ich habe ja immer dieses, ich glaube schon mal erwähnt, dieses, wie viele Spielstunden verbringe ich in einem Spiel und was bezahle ich dafür? So, das Verhältnis versuche ich ja immer irgendwie vernünftig, oder danach beurteile ich, ob sich ein Spiel gelohnt hat. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, nur 20 Euro oder 30 Euro kostet, dann lohnt sich definitiv. Weil 20, 30 Spielstunden würde ich darin auf jeden Fall wieder verbringen. Ob es 60 Euro wert wäre, wahrscheinlich auch. Wobei ich meistens eher, ja, ich sag eigentlich, sag ich mal grob, dieses 1 Euro pro Spielstunde lohnt. Wobei ich eher sagen muss, naja, eigentlich, also sagen wir mal 1 Euro pro Spielstunde, dann bereue ich es nicht unbedingt. Dann ist ja okay, ein angenehmer Preis. Wirklich lohnen, würde ich sagen, lohnt sich erst, wenn du dann so, weiß ich nicht, bei 50 Cent bist, wenn du so 120 Stunden oder so in einem Spiel verbracht hast für 60 Euro. Ja.
Aber ob ich es nochmal so viel und so extrem wie mein, also wie Minecraft, wie das bisherige Minecraft im Prinzip zocken würde. Nein. Wie sieht's denn bei dir da aus? Minecraft, ja, das war so. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wo Minecraft rauskam. Und ich war auch einer von den Leuten, die es sehr früh am Anfang auch gekauft hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich darauf gekommen bin. Und das Beste, wo ich mich noch dran erinnern kann, war, wir hatten eine LAN-Party. Und ich hatte dieses Minecraft mitgenommen, das Spiel, auf meiner Festplatte. Dann hatten wir uns so getroffen, so. Und dann habe ich irgendwann mal an, weiß nicht, 11 Uhr abends, habe ich dann angefangen, das zu spielen, weil ich halt keine Lust mit dann hatte, da jetzt mitzuspielen. Oder viele guckten auch gerade irgendwie, oder tauschten gerade Daten aus oder was, wie das auf einer LAN-Party so ist. Ne, wo da mal zwischen den Spielen noch Pause ist. Und ich habe dann angefangen, Minecraft zu spielen. Und irgendwie kam dann einer hinter meinem PC, also hinter meinem Rücken her, und sah, guckte so auf meinen Monitor und sagte: Hey, was machst du denn da für einen Scheiß? Ne? Was ist das denn für ein Scheißspiel? Und da fing alles an. Ne? Ich sag hier, das ist Minecraft und was ist das denn da? Guck mal, ist ja total die schlechte Grafik, ne? Haben sich erst lustig gemacht. Und dann haben sie sich das dann auch gezogen. Und ich weiß noch, hinterher haben das alle gespielt. Wir haben das dieses ganze Wochenende haben wir dieses scheiß Spiel gespielt. Weil das einfach so süchtig gemacht hat. Ja, ich hab. Könntest du dir jetzt vorstellen, wenn jetzt, sagen wir mal, Minecraft 2 mit den Sachen, die ich jetzt gesagt habe, rauskommen würde? Was, ja, je nachdem, wie teuer es ist erstmal, ne, das ist natürlich immer eine Frage, wie viele Stunden ich da jetzt drin verbringen würde, gute Frage. Ich würde es auf jeden Fall spielen, klar, und mit Freunden macht es natürlich wieder auch mehr Spaß. Und ich sag mal so, wenn das jetzt 30, 40 Euro kostet, dann würde ich es mir holen. Das ist auch so ein gerechtfertigter Preis, finde ich. Ja, es kommt halt wirklich mal drauf an, was jetzt wie ein Umfang ist, wie was jetzt wirklich erneuert wurde und alles. Und auch, wie viel Stunden halt man drin verbringt. Das kann man ja leider nicht so immer vorab sagen, ne? Nee. Ich meine, mittlerweile kann ich's relativ gut abschätzen. Bei mir. Zumindest bei vielen Spielen. Jetzt zum Beispiel bei MOBAs, weiß ich, bin jetzt nicht der MOBA-Fan. Ich habe vor kurzem mal Heroes of the Storm angezockt. Weil auch ein Kollege gesagt hat, es ist richtig geil. Es ist ganz anders als LOL oder Dota oder so. Und muss sagen, nee. Spricht mich nicht an. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, aber es spricht mich einfach nicht an. Und dann, naja. Da würde ich da auch kein Geld für ausgeben. Deswegen weiß ich jetzt bei MOBAs, wenn ich mir eins anschauen will, was jetzt, sagen wir mal, es käme eins raus, was man, wofür man zahlen muss, was nicht Free-to-Play wäre, mehr als 10 Euro würde ich dafür nicht zahlen, weil ich genau weiß, mehr als 10 Stunden werde ich da wahrscheinlich eh nicht drin verbringen. Ja, es ist halt immer so eine Geschmackssache. Ne? Ja. Ich meine, damals, wir hatten ja. Oh, da unten ist irgendwas kaputt gegangen. Schaut mal nach. Hat's ja gesagt, wir waren in derselben Klasse und naja, IT-Klasse, wie man es da auch macht, wenn wir dann mal irgendwo am PC dran sind, dann macht man auch nicht unbedingt das, was man machen soll. Und dann wurde halt mal eben eine Runde Dota gezockt. Da habe ich es auch mitgezockt, ja. Ich habe lieber Tower Defense gezockt. Das war mir immer lieber, aber okay. Wenn dann Dota gezockt wurde, habe ich halt auch mitgezockt. Und war auch okay. Und so für zwischendurch mal, ja. Aber nie dieses Großartige, besonders online, ist ja immer so eine Sache, da sind ja schon eigentlich alle relativ gut informiert. Also, naja. Da ist ja auch gar nicht so die Motivation dafür dann. Wobei so das Standardspiel ja immer noch Counter-Strike ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Schau gerade mal nebenbei, kurz zur Erklärung, ich habe gerade eben ein paar Aliens-Artefakte hier rausgenommen. Ich habe jetzt etwa so viel drin gelassen, wie wir auch circa brauchen. Ein paar mehr noch. Und
Hab die anderen oben zur Forschung wieder getan, damit wir die Forschung zu Ende kriegen. Das reicht auf jeden Fall auch. Und dann schaue ich jetzt gerade mal noch, was wir noch so erforschen könnten, was uns jetzt noch weiterhilft. Also zum einen das Spielerlogistik-Inventar, hatte ich mal gedacht. Da können wir im Inventar Sachen vom Logistiksystem anfordern. Ja. Dann fliegen die Roboter zu uns und geben uns das. Ansonsten halt Robotergeschwindigkeit, Transportmenge von Robotern, mit einem Roboter Stapelgröße, tun wir auch immer. Laserturmfeuerrate, ich glaube, ich werde ich dann nicht auf 6 machen. Dafür haben wir, glaube ich, einfach nicht genug Alien-Wissenschaftspakete. Aber ansonsten, wenn ich hier so drüber schaue, wirklich. Ist die Effektübertragung überhaupt? Achso! Ich glaube, Modulstation ist, glaube ich, eine Station, wo du Module reintust und die überträgt das dann an die benachbarten Maschinen in einem gewissen Umkreis. Würde ich kann ich mir jetzt so vorstellen. Aha. Aber mal schauen. Ja, ansonsten sehe ich gerade nicht sehr viel, was uns weiterhilft. Gut, Kampfsachen, klar. Aber. Naja, ne? Raketenabwehr, ne? Ja, auch so Kampfroboter Schaden, Energieschild Ausrüstung, tragbare Elektroschockverteidigung, tragbarer Fusionsreaktor, sowas halt, Raketenwerfer. Was ich hier noch sehe, biologische Kriegsführung gibt's auch. Sehe ich gerade sogar. Was? Klebstoffturm, okay. Wird der Gegner fest oder was? Klebstoffrakete. Ja, kann ja sein, dass die sich langsam mal bewegen. Medizin. Organischer Kunststoff. Achso. Können wir auch Kunststoff aus organischen Sachen machen? Und wir könnten. Achso, cool. Biomasse. Warte mal. Das ist natürlich auch geil. Biotechnologie. Da können wir zum Beispiel Biomasse herstellen. Können Biomasse aus Biomasse herstellen? Was? Okay. Man braucht 0,1 Biomasse, um. 0,1 Biomasse zu bekommen. Aber zweimal 0,1 scheinbar, wie es aussieht. Einfach nochmal zu ver. Okay. Aber zum Beispiel kann man flüssiges CO2 herstellen mit einmal verflüssigter Luft. Wie kriegt man die denn? Kann ich draufklicken. Wie kriegt man denn verflüssigte Luft? Na gut, vielleicht irgendwo in einem Bioreaktor oder so. Das kann sein, dass der das herstellen kann. Wobei, ja doch, kann gut sein. Und dann kann man Biomasse herstellen mit verflüssigtem CO2, Wasser und Dünger. Dünger bekommt man durch, ach du Scheiße, Phosphat, Kalium, Asche und flüssiger Stickstoff. Ah, und hier kann man sogar verflüssigte Luft irgendwie Tree Farm Mod. Damit hat das auch was zu tun. Kann man Stein zerkleinern. Ach du Scheiße, das ist aber auch ordentlich, was? Aber damit könnte man theoretisch dann auch biologischen Kunststoff irgendwo herstellen. Wo hatte ich denn jetzt? Organischer Kunststoff, genau. Kann man Kunststoff aus der Zellulose herstellen. Für die braucht man sogar nur Biomasse. Das wäre ja nicht mal so abwegig, ne? Biomasse braucht Dünger, Wasser, verflüssigtes CO2. Dünger braucht. Ja, doch Phosphat, Kalium, Asche, verflüssigter Stickstoff. Kalium bekommt man durch zerkleinerter Stein, Wissenschaftspaket 1 und Wasser. Oh oh. Ich sehe es gerade. Phosphat durch zerkleinerter Stein, Wissenschaftspaket und Wasser. Ich sehe es, ja. Ich baue. Weißt du was? Ich baue jetzt einfach mal hier hinten nochmal. Dampfmaschine. Mir reicht's jetzt. Das ist nur die Frage, irgendwo habe ich doch in irgendeinem Ding habe ich doch Dampfmaschinen gepackt, oder? In irgendeine Kiste. Meine ich, hätte ich die gepackt. Weiß nur nicht wo. Naja, was soll's. Ich baue einfach mal neue.
Oder brauche ich Stein? Bin ich hier irgendwo noch Stein? Ja, von oben kommt Stein. Von der Lok? Ja, genau, hier haben wir es. Kohle wollte ich jetzt nicht einsammeln. Und die Forschung ist fertig, sehr schön. Dann würde ich sagen, da forsche ich mal eben Spieler Logistik-Inventar. Das braucht auch nicht so viel. So. Darf ich das sehen, aber dann ist Eisen. Und ach scheiße, ich wollte das da vorne hinbauen, da war aber gar keinen vernünftigen Kohleanschluss. Wo könnte ich es denn dann hinbauen? Oben irgendwo. Könnte auch gehen. Dass wir so 50 Megawatt schon verbrauchen, ist echt heftig. Das ist richtig heftig, ja. Ja, doch, warte mal, ich hab eine Idee, Das war nicht meine Idee. Meine Idee war... Scheiße. Kohle eingesammelt, egal. So, jetzt habe ich eine Idee. Nein, halt. So. So. Dann, das passt aber auch nicht wirklich. Wir könnten da, das könnte ich mal probieren. Wie weit kommen wir? Ja, das reicht natürlich auch. Ein Platz nicht. Ein Platz fehlt. Das ist schwierig, hier die Kohle noch durchzukriegen. Irgendwie. Und hier unten habe ich auch Scheiße gebaut. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Produktivitätsmodulen und den Geschwindigkeitsmodulen? Die Produktivitätsmodule erhöht die Produktivität. Warte mal, wie war das? Mal nachschauen, was die Effizienz nochmal genau gemacht haben. Ich glaube, mindert den Energieverbrauch. Genau. Die Produktivitätsmodule sorgen dafür, dass man mit der gleichen Anzahl an Rohmaterialien mehr herstellen kann. Das heißt, ich glaube, bei jedem 10. Durchgang oder so bekommt man eins extra. Nur als Beispiel jetzt. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber so in etwa. Wird das jetzt nicht Sinn machen, wenn wir das bei den blauen Prozessormodulen machen? Ja. Sinn machen, ja. Dann nehme ich mir mal so ein paar hier raus. Zum Testen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier die Kohle durchkriegen soll. Ach, das ist blöd. Ich habe eine Idee. Wenn ich das wegmache, es ist egal. Wenn ich das so mache. Das so mache. Und das da reinpacke. Vielleicht trotzdem nicht. Obwohl, doch könnte vielleicht doch. Ich schau mal, ob das vielleicht. Das geht. Das ist nur da irgendwie. Das kann nicht so das Problem sein. Dann muss ich jetzt mal eben schon mal dahin. Dann mach ich schon mal hin. So. Kann das hier nochmal so gemacht werden? Das kann weg, das kann dahin. Das kann so. Dann kann das
So. Gut. Dann kann der mal eben weg. Das kann so, so, so. Und der Mast kann dahin. Jetzt habe ich keine Untergrundfließbänder mehr. Drei Stück da auf dem Bau, was fehlt denn wieder? Eisen, natürlich Eisen. Das wird hier gerade auch wieder eine lustige Aktion, Kohle da hochzubringen, damit wir da wieder ein bisschen Energie produzieren können. Da ist ja schon mal vorbereitet. So. Sollte. Ah, verdammt, das reicht doch nicht. So, obwohl doch. Nicht. Oh, verdammt. Verdammt, 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 die greifen an. Ja, ich merke das. Oh oh, oh oh. Können halt gerade nicht viel machen, ne? Es kann sein, dass die durchkommen. Nee, doch nicht. Wir brauchen unbedingt Türme hier unten. Türme müssen da auch sein. Das sind auch Türme, oder? Nein, die sind kaputt alle. Achso, ja gut, brauche ich neue. Ich dachte, du willst jetzt mehr bauen. Nee, mehr nicht, dann haben wir noch weniger Energie. Ja, eben. Wahnsinn. Ja, sind halt auch ein paar viele Türme zum Teil, aber naja, was soll man machen, ne? Mauer haben sie auch ein Stück kaputt gemacht. Robotergeschwindigkeit wurde erhöht. Erhöhe ich nochmal. Kommen vielleicht auch die Bauroboter ein bisschen schneller zu den kaputten Türmen. Ja, und ich habe jetzt doch nochmal zwei mehr da hingesetzt. Es sah echt kurzzeitig so aus, als wenn die da durchkommen. Ja, ja, die Energie war auch, also der Strom war ziemlich lange weg. Da habe ich mir auch schon Sorgen gemacht. Also der war nicht weg, die Türme haben geschossen, aber trotzdem. Ach so, okay. Das alles andere ist halt ausgefallen, weil die Türme geschossen haben. Ja, ja gut, ich glaube, wenn die Energie dann zu wenig ist, dann, oder ich vermute es mal, dass die Türme vielleicht auch ein bisschen langsamer schießen, als sie könnten. Aber mal schauen, wenn ich da oben das dann gebaut habe, bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht. Beziehungsweise oben und drüben vielleicht auch. Weil ich glaube, ich baue mehr als nur. Warte mal, was haben wir denn jetzt eigentlich? Warum haben wir denn hier eine Dampfmaschine zu wenig eigentlich? Ich kann dann mal eine bauen noch. Zack. Ich glaube, ich baue da nochmal zwei Dampfmaschinenblöcke hin. Ich nenne sie jetzt mal so. Ja. Zack. So. Eins runter kriegen wir nicht. Kriegt das noch eins weiter? Natürlich nicht. Ach, verdammt. Aber wir könnten die hier tauschen. Passt das? Zack, dann kann ich hier nämlich das wegmachen. Und. Ach ne, es passt trotzdem nicht wegen dem, ne? Das fließt trotzdem drauf, ja.
natürlich noch. Kann ich das eigentlich, wenn ich das so mache? Mal schauen. Wie liegt hier das Band überhaupt? Brauchen hier noch gar keine Schaltkreise und gar keine Kupferkabel. Was? Wo? Hier bei Wissenschaftspaket 3, da lag noch ein Band mit Kupferkabeln und mit Kunststoff, obwohl wir es da hinten gar nicht brauchen. Aber es lief einfach viel zu weit. Aha. Aber gut, jetzt habe ich auch das Problem gelöst. An. Ach ja, du könntest zum Ende kommen. Ja. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Denn wir machen jetzt wieder eine kleine Aufnahmepause. Genau. Wo sind wir denn jetzt? Produktivitätsmodul 3. Haben wir jetzt schon fast die Hälfte, die wir brauchen. Das ist sehr gut. Ich denke mal, dass wir dann nächste, übernächste Folge, denke ich mal, auf jeden Fall die Raketenabwehr bauen können. Und bis dahin hoffentlich auch das Energieproblem gelöst kriegen. Ja. So. Dass wir nicht bei einem Angriff, das wäre nämlich sehr ärgerlich, überrannt werden. Oh ja. Da sind es nämlich schon wieder die Nachbarn. Also ich bin eigentlich so weit, dass wir... Also von meiner Seite, du musst da wahrscheinlich noch was machen. Nee, eigentlich... Guck mal das gerade noch an, hier, wie die abgeschossen werden. Oh, das geht ratzfatz. Sehr gut. Nee, gut. Nee, hier kann ich dann das nächste Mal auch weitermachen, dann weiß ich, wo ich bin. Und dann... Ich mach wieder mal besser, bevor sie uns jetzt noch rüberrennen. Würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Factorio. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.